ihr das? Nee. Das ist die Heizung. Super. Okay, naja, die Heizung hört man zum Glück nicht. Hoffentlich hört man uns gut. Herzlich willkommen für alle die, die jetzt schon eingeschaltet haben oder dann einschalten werden. Lang ist es her, würde sagen 2 Monate. Jetzt haben wir mal wieder eine Sendung, ein Videopodcast, wie ihr es gewohnt seid. Wir haben mal wieder jemand eingeladen und diesmal freuen wir uns auf den Herrn Rügoll. Hallo, schönen guten Abend. Sehr gut, ist Schulleiter vom Lößnitz-Gymnasium und wir wollen die Zeit heute einfach mal nutzen, um über Schule und Schüler sein und Direktor sein oder Schulleiter sein, einfach mal reden. Ihr seid wieder aufgefordert, gerne eure Fragen mit einzubringen. Mir wurden schon einige zugesandt, die versuche ich im Laufe der Sendung heute hier mit einzubringen. Wenn euch irgendwas fehlt, schreibt das. Der Peter ist wieder Backstage und nimmt eure Fragen auf. Und ansonsten würde ich jetzt einfach mal so loslegen. Ja, sehr gerne. Ganz entspannt. Dass Sie einfach mal sagen, seit wann Sie Schulleiter sind, warum Sie Schulleiter geworden sind und wo Sie herkommen. Okay, 3 Fragen auf einmal. Ja. Also ich fange an, Schulleiter bin ich jetzt am Lößnitz-Gymnasium in Radebeul. Ich bin das seit 2021. Zuvor war ich stellvertretender Schulleiter in Nossen. Ja, wo komme ich her, war die 2. Frage, ne? Ja. Also, ich wohne in Klipphausen, das ist auf der anderen Elbseite, und lebe aber auch teilweise in Radebeul. Also, ich liebe dieses Städtchen Radebeul und finde es sehr charmant, hier zu arbeiten. Warum ich Schulleiter geworden bin, ne? Wollen ja, Sie noch wissen? Genau, ja. Sehr gut. Gutes Gedächtnis. Danke, danke. Ich hätte es sonst noch wiederholt. Ja, bei 3 Fragen geht's noch. ja, warum bin ich Schulleiter geworden? Das ist jetzt etwas länger, weil ich finde, dass man als Schulleiter wirklich Dinge bewegen kann. Also ich bin nicht Schulleiter geworden, um Schule zu verwalten, sondern ich möchte gerne Schule weiterentwickeln. Schule ist ein dynamisches System. Schule muss sich entwickeln. Schule sollte eigentlich auch Antworten auf aktuelle Fragen liefern. Und in dem Zusammenhang hat mich das schon immer gereizt, Schule weiterzuentwickeln. Was braucht's bei den Schülern? Wie wollen wir eigentlich unsere Schüler aus der Schule verabschieden, damit sie gut fürs Leben vorbereitet sind? Und da muss man auch immer schulische Prozesse ein Stück weit hinterfragen. Und das möchte ich ein Stück weit auch tun und Gutes beibehalten, aber auch gleichzeitig gerne auch Neues entwickeln. Gemeinsam mit den Kollegen, gemeinsam mit den Schülern und den Eltern zusammen. Das ist eine spannende Aufgabe. Ich habe das schon in Nossen als Stellvertreter versucht, habe aber gemerkt, dass ich gerne noch ein bisschen mehr möchte. Und dann ergab sich die Gelegenheit, 2021, und ich habe die Gelegenheit ergriffen und ja, seitdem bin ich Schulleiter am Lößnitz-Gymnasium. Okay, ist ja auch noch relativ frisch, 21, da ist ja noch relativ neu, da ist ja auf jeden Fall, sind einige spannende Sachen drin, über die wir heute auch reden wollen, was Schule angeht und die Zukunft und wie viel kann man als Schulleiter überhaupt auch gestalten, welchen Spielraum hat man da, da würde ich gerne mit drauf eingehen. Jetzt aber erstmal so eine allgemeine Frage, waren Sie denn ein guter Schüler oder eher ein schlechter Schüler? Sehr gute Frage. Man soll ja Fragen eigentlich nicht bewerten. Warum? Kann man schon. Ich war vielleicht nicht der fleißigste Schüler. Ich war bestimmt ein cleverer Schüler. Also ich wusste, welche Aufgaben ich machen muss. Damit es die guten Noten gibt. Okay. Genau. Und ich bin ganz erfolgreich bis zu meinem Abi gekommen. Und ja, ich würde sagen, ich war jetzt ein ganz cleveres Schülerchen gewesen. Okay, also als cleverer Schüler kann man es sozusagen auch zum Schulleiter bringen. Und die Frage wäre auch, muss man denn Lehrer sein, um Schulleiter zu werden? Oder kann man auch, wenn man einen Baubetrieb mal geleitet hat und sagt, na, Leitung macht mir Spaß, aber ich will jetzt mal junge Leute leiten, kann man dann auch als Quereinsteiger Schulleiter werden oder Schulleiterin? Also das Landesamt würde als erstes sagen, Achtung, das heißt Seiteneinsteiger bei uns. Man kann natürlich als Seiteneinsteiger okay, schon in die Schule reinkommen. Und
Das ist interessant. Ich kenne niemanden, der jetzt aus dem Baubetrieb Schulleiter an einem Gymnasium oder einer anderen Schule geworden ist. Ich könnte mir das aber durchaus an einem Berufsschulzentrum vorstellen, dass man dort Schulleiter würde jetzt. Aber dazu bedarf es natürlich auch noch einer zusätzlichen Ausbildung zum Lehrer, also ganz als Bauleiter. Okay, also man muss schon Lehrer sein, um ja, das muss Schulleiter man schon sein. Zu werden. Das ist eine Grundvoraussetzung. Und muss man als Lehrer auch gearbeitet haben oder könnte man direkt eine Schule übernehmen? Man sollte als Lehrer gearbeitet haben. Man sollte auch wissen, wie Schüler denken. Man sollte auch schon mal eine ganze Menge Erfahrung mitbringen, bevor man sich dann dieser Aufgabe stellt, Schulleiter zu werden. Okay, und Sie waren dann sozusagen auch mal Lehrer? In welchen Fächern? Ja, ich war Lehrer in den Fächern Kunst und Geschichte. Bin auch noch Lehrer und unterrichte Kunst und Geschichte. Zurzeit unterrichte ich nur Kunst. Okay. Aber habe schon eine ganze Menge da gearbeitet als Lehrer. Und man braucht eine ganze Menge Berufserfahrung, um auch dann sich wirklich dann über diese Auswahlverfahren dann zum Schulleiter zu entwickeln. Übrigens, jetzt muss ich mal ganz kurz, bevor das in meiner Tasche schmilzt, ich habe gedacht, ich bringe mal wenigstens für den Moderator hier ein kleines Ostergeschenk mit. Ja. So sieht man das dann auch in der Kamera vielleicht? Stimmt, auf jeden Fall. Es war sehr klein, aber die Farbe ist sehr prägnant. Ja. Na, zu den anderen Geschenken kommen wir dann später. vielen Dank. Jetzt bin ich gerührt. Also ihr seid auch aufgerufen, ne, wenn ihr Fragen habt. Ich gehe ansonsten alles das durch, was ihr so eingebracht habt. Jetzt mal Schule und Schulleiter, da hört man ja häufig, dass es immer nur, also häufig wird einfach so gemeckert. Man kriegt immer so mit, so Thema Schule, lass mich in Ruhe, Schule nervt, Schule ist kacke. Wie kommt das bei Ihnen so an? Kommt da auch mal so Lob oder Danke, dass ihr hier so alle da seid? Kommt da auch mal so das Gegenteil oder ist das so irgendwie ein allgemeiner Zustand, weil es so Pflicht ist, in die Schule gehen zu müssen, dass das immer erstmal so abtörend ist? Naja, es ist bestimmt wie in jedem anderen Beruf, es gibt Tage und Wochen, die einfach mal nervend sind, die anstrengend sind. Das haben sowohl Schüler, das kenne ich auch aus meiner eigenen Schulzeit noch, das haben Lehrer und das haben natürlich auch alle anderen. Ne? Ja. Ich habe es ganz speziell nach der Corona-Phase gemerkt, als die Schulen wieder geöffnet wurden, dass sich die Schülerinnen und Schüler tatsächlich wirklich gefreut haben, wieder in die Schule zu kommen, ihre Freunde zu treffen, Mitschüler wieder zu sehen, vielleicht auch ein Stück weit den Unterricht gut fanden. Und das kommt bisweilen schon mal an, aber hauptsächlich, naja, Schule ist halt auch ein Stück weit wie Arbeit, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass Schule nur Freizeitvergnügen ist, sondern die Schule ist ja dazu da, wirklich Wissen sich zu erwerben, Kompetenzen zu erwerben, und das macht Arbeit und ist manchmal auch anstrengend, und Anstrengendes ist manchmal auch irgendwo nervig oder es greift in die eigene Freiheit ein, in die eigene Freizeit. Ne? Man muss halt vielleicht doch mal abends sich nochmal hinsetzen und was tun. Man muss den Hefter durchgehen. Ja, man könnte sich natürlich was anderes gerne auch vornehmen, aber das gehört halt dazu. Und ohne was zu tun, wird man halt auch später wenig aus sich machen können. Ja, auf jeden Fall. Da haben Sie ja das eigentlich schon beantwortet. Das war eigentlich so eine Frage, so eine allgemeine Frage, was soll Schule eigentlich oder worin liegt eigentlich der Sinn von Schule? Und da kam halt die Frage, so lesen, schreiben, rechnen müsste man dann halt können oder so lernen. Aber ich habe so viel Zeug in der Schule gehabt, das war so unnötig, das höre ich ganz oft und die Frage kam auch, wie kann man das vielleicht irgendwie besser strukturieren oder ist das einfach so, dass es einen großen Lehrplan gibt, man muss das so machen und dann ist es halt einfach so, dass man nur das mitnimmt, was man dann später mal braucht, oder kann man da eigentlich schon eher damit anfangen, den Schülern, also die Schüler vielleicht so ein bisschen auszuwählen und zu gucken, okay, wer hat wo welche Stärken, und das Ende fällt dann vielleicht ein bisschen runter oder ist nie so, oder ist das zu schwierig in so großen Gruppen oder in so einem großen Schulansatz?
So diese Individualförderung. Individuelle Förderung ist natürlich total wünschenswert und ist natürlich toll. Es funktioniert an einigen Stellen schon. Beispielsweise hat man an den Gymnasien die Möglichkeit, ab Klasse 8 sich in verschiedene Profile einzuschreiben und da ein Stück weit seinen Interessen mehr Unterricht zu bekommen. Klar, versuchen das viele Lehrerinnen und Lehrer bei mir an der Schule auch, interessengeleitete Unterrichtsprojekte durchzuführen. Also wir versuchen das ab Klassenstufe 5 beispielsweise auch da projektartig zu arbeiten. Also dass die Schüler sich mit einem eigengewählten Thema, dem selbstgewählten Thema beschäftigen und da auch ihre Kompetenzen zu erwerben. Bisweilen wirkt es immer noch so, dass man Dinge lernt, die man in der Zukunft nicht braucht. Wer kann das aber schon mit 12, 13, 14, 15 Jahren sagen? Brauche ich das? Ja, braucht jeder eine Algorithmusrechnung? Braucht jeder das? Das ist die Frage, klar. Ich kann es auch mal zugeben. Ich brauche mit der Mathematik, die ich in der Oberstufe dann konnte, kann ich nichts mehr anfangen. Brauche ich nicht mehr. Aber hat es mir geschadet. Und ich bin Schulleiter an einem Gymnasium, an einem allgemeinbildenden Gymnasium, und wir haben halt den Anspruch, wirklich eine allgemeine Bildung den Schülern zu vermitteln. Und da gehören halt auch manchmal Fächer dazu, die man vielleicht scheinbar in der Zukunft weniger braucht. Ein Beispiel aus meiner Zeit: Ich habe Russischunterricht von der Klassenstufe 5 bis 12 gehabt und ich hatte Englischunterricht. Ich habe 1990 mein Abitur gemacht. Da habe ich gedacht, ich werde nie Englisch brauchen. Wozu lerne ich Englisch? Ich werde nie in das westliche Ausland reisen können. Und was ist passiert? Es kam 1990 die Wende, die Grenzen fielen, der eiserne Vorhang fiel. Ich habe die Möglichkeit, jetzt ins englischsprachige Ausland zu reisen und kann das jetzt nutzen. Konnte ich mit 14 nie abschätzen. Also da gibt es durchaus Dinge, die wichtig sein können. Wie viel Spielraum haben denn Schulen? Die Frage kam nämlich auch rein, so diese Fächer, und da wird ja auch, ich habe mir heute Videos angeguckt von, vielleicht kennt der ein oder andere, Harald Lesch, so der Wissenschaftssendungen macht auf, keine Ahnung, ARD oder ZDF, aber auch in Talkshows, der auch so sagt, es gibt halt, also warum trennt man immer so dieses, so Biologie, Mathe, Deutsch, es geht ja um dieses allgemeine Lernen, und Mathe steckt halt auch in vielen anderen Bereichen drin. Und die Frage kam auch von Jugendlichen, so als Fächeralternativen, also warum gibt es kein Fach Ernährung oder jetzt Gymnasium, Finanzen, Steuern, Kommunikation, Zeitmanagement, also das wären ja eigentlich auch Fächer, wo man jetzt sagen könnte, da steckt ja auch, keine Ahnung, Texte verstehen drin, ne? Eine Steuererklärung, lesen, schreiben, wie viel Spielraum hat man denn da als allgemeine Schule auch mal solche Fächer zu integrieren? Oder ist das alles immer so steif, wie es jetzt gerade ist, dass man sagt, nee, das wird so getrennt? Wir haben einen gewissen Spielraum, ne? Wir haben aber natürlich auch die Grenzen, weil wir haben das Ziel, unsere Schülerinnen und Schüler gut aufs Abitur vorzubereiten. Und da gibt es halt den ganz vorgegebenen Fächerkanon. Halt die Prüfung, ja. Ne? Was natürlich wünschenswert ist und was uns auch an manchen Stellen gelingt, ist, dass man wirklich so fächerverbindenden Unterricht, Fächerprojekte durchführt, wo man Kompetenzen aus unterschiedlichen Fächern zusammenführt. Wir müssen weg, und da stimme ich auch den Schülern zu, die das geschrieben haben, von dem Schubladendenken. Ne? Jetzt habe ich eine Stunde oder eine Doppelstunde Bio, dann gehe ich aus Bio raus, gehe aus dem Zimmer raus, gehe in die Mathematik, dann habe ich Mathematik. Und dann habe ich vielleicht noch Chemie. Warum kann man nicht diese Dinge verbinden? Und es gibt auch im Lehrplan Bezüge, wo man sagt, hier können fächerverbindende Projekte durchgeführt werden. Das kann man machen, ne? Da gibt es durchaus Möglichkeiten. Wir machen das auch. Beispielsweise jedes Schuljahresende gibt es bei uns fächerverbindenden Unterricht, wo die Schüler möglichst rauskommen aus dieser
aus diesem Denken, aus diesem Denkmuster immer nur in einzelnen Fächern zu denken. Und da hoffen wir uns auch wirklich, dass es eine Vernetzung gibt. Ne? Was habe ich jetzt beispielsweise in Bio gelernt? Wie kann ich da vielleicht Phänomene aus der Chemie mit einbeziehen? Das ist natürlich toll, wenn uns das gelingt. Das gelingt uns nicht an jeder Stelle des Stundenplans, aber wenn es solche Module gibt, versuchen wir da auch diese Module mit umzusetzen. Jede Schule hat auch ein Stück weit einen Spielraum. Es gibt 1 bis 5 Stunden, wo man dann je nach Jahrgangsstufe, das können die Schulen selber festlegen, dann Schwerpunkte setzt. Wir haben beispielsweise in der Klassenstufe 5 und 6 so ein Projekt, wo wir uns sehr stark mit der Stadt Radebeul beschäftigen, aus unterschiedlichen Aspekten, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, um eben auch weg aus diesem Schubladendenken zu kommen. Rauskommen ist ein ganz gutes Stichwort, das haben Sie gerade gebracht. Warte, das muss ich ganz kurz, sonst vergesse ich das. Wir waren nämlich mit dem Radio Bulli, haben wir so eine Schulhoftour gemacht und waren so auf den Schulhöfen, haben uns vorgestellt, haben neue Kollegen vorgestellt von Jugendclubs und so. Und da waren wir halt auch auf dem Schulhof vom Lösnitz-Gymnasium und da haben so die Schüler uns erzählt oder so gespiegelt, dass es cool ist, dass wir da mal so auf dem Schulhof waren, dass die eigentlich gar keine Zeit haben, rauszukommen, weil alles irgendwie so in der Schule stattfindet, so ganz viel. Und das ist vielleicht auch der Bezug zu der Frage vorher. Diese Lebensrealität, was ich jetzt in der Schule lerne, wofür brauche ich das halt fürs Leben? Kann man sich da nie auch mehr Zeit einräumen, um auch mal mit den Schülern rauszugehen und zu zeigen, wo man zum Beispiel Mathe braucht oder wo einen Biologie begegnet, als jetzt, ich sage jetzt mal, immer nur so in der Schule, um das irgendwie so erfahrbarer zu machen. Gibt es da eigentlich Spielraum oder warum hat man da vielleicht auch zu wenig? Wir müssen das fördern, wir müssen das stärken. Ne? Also dieses Rausgehen aus der Schule, außerschulische Lernorte zu nutzen, das ist ein großes Gut, das ist eine wertvolle Ergänzung zum Fachunterricht im Klassenraum. Es braucht den Unterricht im Fachraum, um einfach die Grundlagen zu legen, die man dann vielleicht im Außenbereich untersuchen kann, die man vielleicht auch bestätigen kann, wenn man Theorien, Hypothesen aufgestellt hat, dass man das, was man im Unterricht erlernt hat, dann wirklich mal in Radebeul, in der Umgebung, in einem Museum prüft. Und wenn uns das gelingt, wir haben da viele Möglichkeiten, gerade in Radebeul, Sternwarte, Theater der jungen Generation etc., Elbe, da versuchen meine Kolleginnen und Kollegen auch das mit zu nutzen. Es ist immer ein organisatorischer Aufwand. Ne? Mhm. Man hat die Klasse, man ist an das Korsett des Unterrichtsplans, des Stundenplans ein Stück weit immer gebunden. Und das macht es manchmal bisweilen etwas schwierig, rauszugehen. Wir versuchen es. Wir versuchen das zu stärken. Und manchmal gelingt es, in manchen Fächern gelingt es wenig. Korsett ist ein gutes Stichwort. Aber ich würde erstmal, Peter, du hättest eine Frage vom Chat. Na, nur noch mal eine Nachfrage der Heidemarie, die war wahrscheinlich am Anfang noch nicht dabei. Die will noch mal wissen, wie lange Sie Schulleiter sind. Ich bin jetzt in meinem zweiten Schuljahr Schulleiter in Radebeul. Genau, am Lösnitz-Gymnasium. Dann noch ganz eine Frage vom Radebeuler Stadtkind. Arbeiten Lehrer im Team? Fragezeichen. Gibt es Vernetzung im eigenen Kollegium und dazu Kollegen außerhalb der Schule? Die letzte Frage, außerhalb des Kollegiums oder außerhalb der Schule, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ob es vielleicht mit anderen Schulen Vernetzung gibt, so verstehe ich die Frage, so mit anderem Kollegium da irgendwie gemeinsame Projekte zu machen, der unterschiedlichen Schulen, also Lösnitz-Gymnasium und Luisenstift vielleicht. Genau, also. Das wäre auch meine Frage gewesen, gibt es eigentlich Zusammenarbeiten zwischen Oberschule und Gymnasium? Mhm. So, das kommt da vielleicht noch mit rein. Ja, also ganz konkret. Also jetzt haben wir viele Fragen wieder. Genau, wir müssen das jetzt ein bisschen sortieren. Also es gibt als erstes Kooperationskurse beispielsweise zwischen dem Luisenstift und dem Lösnitz-Gymnasium. Also es gibt da Kooperation. Meine Lehrer arbeiten auch im Team zusammen. In einigen Fächern ergänzt sich das ganz gut. War heute gerade lange in der Sitzung, da ging es um unser künstlerisches Profil und wie dort die Kolleginnen zusammenarbeiten können und wie wir das künstlerische Profil weiterentwickeln wollen.
ähnliche Treffen und Teams gibt es auch in dem Wir-Projekt, was sich um Radebeul kümmert. Da arbeiten Kollegen sehr intensiv zusammen. Also ja, es gibt da Teams. Das wird vielleicht für die Schülerinnen und Schüler manchmal gar nicht so sichtbar, weil oft steht dann wirklich nur ein Lehrer vor der Klasse. Das hat wieder organisatorische Gründe. Jeder Lehrer hat einen bestimmten Stundenumfang zu arbeiten und wir müssen natürlich auch gleichzeitig darauf achten, dass wir alle Unterrichtsfächer abdecken. Somit geht es nur in kleinen Momenten, dass wir wirklich zwei Lehrer in eine Klasse, in einen Unterricht schicken. Aber im Hintergrund arbeiten oft die Kolleginnen und Kollegen zusammen, überlegen, wie können wir das machen, wie können wir vielleicht auch Fächer verbinden, was machen oder wie können wir vielleicht auch mal eine Exkursion organisieren ins Umfeld, ins Ausland und da sind die Kollegen sehr eng miteinander und das finde ich sehr schön, wenn ich das sehe, wie engagiert die Kollegen zusammenarbeiten. Mein Stichwort vorhin war Korsett. Das ist genau die Frage, dieses enge Korsett, die Schule, der enge Lehrplan, dieses wir müssen das schaffen, weil die Prüfungen hier und da. Wie sehr wünschen Sie sich eigentlich mehr Zeit? Also mehr Zeit für die Inhalte und mehr Zeit mit den Schülern an sich. Und auch mal diesen Gedanken, wir nehmen uns jetzt die Zeit für dieses oder jenes Thema und sagen jetzt nicht, wir müssen das jetzt die nächsten zwei Tage abhandeln, dann gibt es die Arbeit und dann ist es erledigt, sondern so dieses wirkliche, wie man es vielleicht dann später im Studium hat, wenn man so orientiert ist auf ein bestimmtes Thema, dass man sich so Zeit nimmt. Ich denke, da spreche ich für alle Kolleginnen und Kollegen, mindestens aus meiner Schule. Ja, wir wünschen uns mehr Zeit. Das wäre wirklich schön und wir erhoffen uns auch ein Stück weit, dass die Lehrpläne entschlackt werden. Ne? Wie soll das geschehen? Es muss eine Lehrplankommission gebildet werden, das muss das Kultusministerium machen und dann müssten die Lehrpläne mal überprüft werden, inwieweit die Inhalte, die jetzt in den Lehrplan verankert sind, zeitgemäß sind, ob ein Stück weit Dinge gestrichen werden können. Und dadurch könnte man Zeit gewinnen. Das ist so ein Wunsch, um einfach Freiräume zu schaffen, um die Schüler wirklich intensiver zu betreuen und vielleicht auch mal tiefgründiger an einem Thema, vielleicht auch an dem selbstgewählten Thema dran zu sein. In Radebeul war im letzten Jahr eine Frau Rassfeld sehr häufig unterwegs gewesen. Sie propagiert diesen Friday. Das ist ein neues Konzept, was uns auch dazu bewogen hat, in der Klasse 5-6 dieses Wir-Projekt wieder stärker zu fördern, freie Unterrichtszeiten zu schaffen, dass die Schüler kreativer arbeiten können, dass sich die Schülerinnen und Schüler auch ein Stück weit selber ihre Projekte wählen, eigenverantwortlicher arbeiten. Ich denke, das braucht es. Ne? Mhm. Es braucht jetzt nicht mehr nur dieses Stoff, sondern wie gehen wir damit um? Welche Kompetenzen? Wozu brauchen wir den Stoff? Ne? Das war ja die Frage, die wir vorhin schon hatten. Wozu brauchen wir die Fachinhalte? Wie können wir die anwenden? Wie können wir mit diesen Fachinhalten vielleicht auch in der Zukunft was anfangen? Aber wie kann man sich befreien von diesen Stoff, wenn ja am Ende des Tages ja immer diese Abschlussprüfungen stehen und dieses, okay, ihr müsst halt das und das und das alles schon geschafft haben. Also dann ist man doch eigentlich immer in Fesseln und muss sich irgendwie frei fühlen, oder? Also wie kann man das halt schaffen? Ja, die Lehrpläne geben ja bestimmte Lehrplaninhalte vor. Und genau diese Lehrplaninhalte müsste man prüfen. Das betrifft jetzt die Grundschule, das betrifft die Oberschule, das betrifft genauso das Gymnasium wie die Berufsschulen. Man müsste einfach wirklich prüfen, sind diese ganzen Fachinhalte so wichtig jetzt für unsere Schüler oder können wir gegebenenfalls einige Dinge kürzen? Ne? Man hat das auch ein Stück weit schon entschlackt, aber vielleicht bedarf es auch noch mehr, diesen kompetenzorientierten Unterricht in den Vordergrund zu rücken. Kompetenzorientierten Unterricht ohne Inhalte geht wiederum auch nicht. Dann mache ich nur Kompetenzen ohne Inhalte. Das funktioniert nicht. Also brauche ich ein Stück weit Inhalte, an denen ich sozusagen dann Argumente
entwickeln kann, wo ich Thesen entwickeln kann, wo ich Hypothesen entwickeln kann. Und dazu brauche ich Inhalte. Aber brauche ich jetzt das ganze Fachwissen aus allen Gebieten bis zum Abitur oder gibt es da wirklich Möglichkeiten, Dinge auszulagern? Wenn ich beispielsweise, ich gehe jetzt mal von mir aus, Geschichte studieren möchte, dann brauche ich die Kompetenz, wenn ich das mal will, Geschichte studieren, wie gehe ich beispielsweise mit Bildern um? Wie gehe ich mit Quellen um? Wie gehe ich mit Quellen aller Art um? Wie lese ich einen Text? Wie kann ich da gegebenenfalls verschiedene Texte auch gegeneinander abwägen? Und wie kann ich vielleicht auch, wenn wir jetzt mal die Gegenwart wieder mit einbeziehen in den Geschichtsunterricht, wie kann ich Fake News von echten Informationen filtern? Diese Kompetenz ist doch fast wichtiger als die Jahreszahl auswendig. Kennen. Und das müssen wir stärken. Ja, definitiv. Und da wäre es halt wichtiger, da wirklich exemplarischer zu arbeiten. Und da könnten wir vielleicht Freiraum schaffen. Aber das liegt, wie gesagt, nicht in der Hand der Schulleiter oder der Lehrer, sondern da sind wir halt an dieses Korsett, haben wir jetzt den Bogen, des Lehrplans noch gebunden. Du hast ja, zwei Fragen. Also Heidemarie, die ist ganz wild. Die hat gefragt, ob es Fahrschule in der Schule gibt. Ich hoffe mal, da geht es um Inklusion und nie um Faulheit. Was gibt es in der Schule? Fahrstühle. Fahrstühle? Boah, das ist eine gute Frage. Jetzt habe ich schon wieder diese Frage bewertet. Also wir haben im Haupthaus, man muss das Lösungsgymnasium natürlich auch, das Lösungsgymnasium hat die Sondersituation, dass die jüngeren Schülerinnen und Schüler, Klassenstufe 5 bis 8, in der Außenstelle unterrichtet werden, gegenüber dem Rathaus, wer sich in Radebeul auskennt. Und auf der Steinbachstraße in unserem Haupthaus sind die Klassenstufen 9 bis 12 im Unterricht. Im Haupthaus gibt es jetzt seit Dezember einen Fahrstuhl. Damit wäre die Frage beantwortet. Okay, war noch eine Frage? Ja, jetzt kommen wir zu dem, was wir vorhin gesagt haben, dass man bei so einem Podcast eben auch missverständlich verstanden werden kann. Da kommt die Frage, habe ich das richtig verstanden, dass das Lösnitz-Gymnasium den Friday einführen will? Fragezeichen. Nein, der Freitag wird nicht frei werden. Also um diesem Missverständnis vielleicht vorzubeugen, es gibt ein tolles Buch, was die Frau Rassfeld geschrieben hat, das heißt Friday. Und da propagiert sie, dass die Schülerinnen und Schüler mehr Freiraum brauchen, um sich selbst zu entwickeln, um selbst Projekte anzugehen, um verantwortlich mit Umwelt, mit Phänomenen unserer Gegenwart umzugehen. Und dafür braucht es auch eine Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler. Und das will Frau Rassfeld in ihrer Neuentwicklung, Neukonzipierung von Schule anregen, dass es mehr Freiraum gibt für eine eigene Entfaltung der Schülerpersönlichkeiten. Und das steckt hinter diesem Friday, hinter diesem Projekt. Und ich hab an Fridays for Future gedacht und habe gedacht, okay, vielleicht hat das auch damit zu tun. Das war eigentlich so eine letzte Frage, aber die können wir ja mal mit einschieben, wenn wir schon bei Fridays sind. Was ist da Ihre persönliche Haltung dazu? Beschäftigt Sie das an der Schule? Und wenn ich jetzt die dritte Frage mit anschließen kann, die ich jetzt gerade vergessen habe, dann warte ich kurz. Also was ist Ihre Haltung dazu zu diesem Fridays for Future? Ist das Thema an der Schule? Es ist Thema an der Schule. Ich finde es toll, wenn sich Jugendliche für ihre Umwelt, für Klimaphänomene, für Klimawandel interessieren und sich dafür einsetzen und sich dafür engagieren. Und ja, für ihre Zukunft. Und für ihre Zukunft, ja. Genau. Ich würde mir wünschen, dass es nicht nur darum geht, jetzt bei Fridays for Future beispielsweise freitags demonstrieren gehen zu wollen, sondern auch außerhalb dieser Demonstration sich wirklich damit beschäftigen, wie können wir unsere Erde erhalten, also wie kann ich Energie sparen, wie kann ich die Umwelt schützen, wie kann ich mit den Ressourcen unserer Erde besser umgehen. Es braucht eine laute Stimme dafür, die Demonstration. Demonstrationsrecht haben wir, finde ich in Ordnung, aber es braucht auch daneben eine Einstellung, eine Haltung dazu. Und haben Sie das Gefühl, dass die jungen Leute, dass denen da noch was fehlt, oder? Ja, manchmal würde ich mir halt den Umgang mit Ressourcen einfach noch ein bisschen
besser vorstellen. Also, aber das betrifft uns ja eigentlich alle. Also da müssen wir ehrlich sein, das betrifft uns ja eigentlich alle. Ja. Du hättest jetzt gewunken. Willst du das? Ich würde einfach nochmal einsteigen wieder. Nochmal von dem, der vor uns die Frage oder sie mit dem freien Freitag gestellt hat. Also sie meinte nicht den freien Freitag, sondern es ging wirklich um die Frau Rassfeld, um das Konzept. Halt mir das Mikro an, Mann, ja. Und dann kommt noch das Mikro. Die Frage rein. Wie will die Schule mit der neuen KI, also gehen wir davon aus, dass es künstliche Intelligenz bedeuten soll, Trends umgehen, wenn Schüler zum Beispiel mit Hilfe weniger Stichpunkte ihre Hausarbeiten schreiben lassen können? Gibt es da schon erste Erfahrungen in Ihrer Schule? Oder? Wir haben alle Erfahrungen gemacht damit. Also es ist schon beeindruckend. Ich habe mich natürlich selber bei ChatGPT mal angemeldet und habe da für mich etwas absurde Frage eingestellt. Und was die KI da wollen Sie die Frage wissen? Wenn man das wissen darf. Die Fluidität in der Kontinuität der bildenden Kunst. Okay. Und ich war begeistert. Gab es eine Antwort? Ja, es gab eine Antwort und ich dachte, wow. Also die war schon sehr, naja, kann man sagen, durchdacht. Also wir waren beeindruckt, was da die KI mit dieser Provokation, fand ich, gemacht hat. Und wir stellen uns dem gerade, dem Phänomen, und ja, mit den Hausarbeiten, das ist wirklich ein großes Thema. Also wir haben jetzt uns im Kollegium auch damit beschäftigt, wie gehen wir damit um? Können wir jetzt gar keine Hausarbeiten mehr schreiben lassen? Die Schülerinnen und Schüler müssen aber in der Klassenstufe 11 bei uns ihre komplexe Lernleistung, die Hausarbeiten schreiben, da sind sie auch gerade dabei. Ist auch okay. Ja, so eine Hausarbeit ist aber natürlich nicht mit dem schriftlichen Teil beendet, sondern es gibt dazu noch ein Kolloquium. Und an dieser Stelle greift dann wieder sozusagen ein Stück weit die Überprüfung. Wenn ich das nur von der KI schreiben lasse, und bisweilen schreibt die auch wirklich Quatsch, ne? Also bitte, wer die KI nur nutzt, es muss nicht alles stimmen, was der Computer sich da ausgedacht hat. Also man muss auch wissen, was er geschrieben hat, damit man das sozusagen verstanden haben. Und ein bisschen, ja. Und das ist der eine Punkt. Und zum zweiten werden wir jetzt auch zukünftig viel stärker auf die Quellenangaben achten. Also wo wurde das Wissen hergeholt? Also ich möchte dringend davon abraten, dass man jetzt seine Hausarbeiten mit ChatGPT schreibt, weil das geht definitiv nach hinten los. Wird sich bestimmt auch mal programmieren lassen, wo sie ihre Quellen her hat, ChatGPT, weil am Ende ist es ja auch nur ein gepflegtes Wissen von irgendwo anders her. Also das kann man ja am Ende. Und Politiker, muss man ja auch mal sagen, haben sich ja auch da gut immer mal arbeiten schon schreiben lassen, schon vor ChatGPT. Egal, das war nur eine Spitze. Es gibt, bloß als letzten Satz vielleicht noch dazu, es wird aus meiner Sicht, und das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung zu ChatGPT, es wird ganz stark unsere Bildung, unsere schulischen Abläufe wird's verändern. Wir haben vor kurzem uns sehr stark mit Digitalisierung beschäftigt. Wir haben versucht, viel Digitalisierung in die Schulen zu implementieren. Jetzt ist eine KI für alle verfügbar, die uns das Wissen mehr oder weniger ausspuckt, ohne dass wir es verstanden haben. Und wir werden wahrscheinlich wieder ganz stark an einigen Stellen wieder zum Analogen zurückkehren müssen, weil sonst ist das Wissen nicht mehr bei uns da. Und wir werden, dann würde ich Spitzer folgen. Spitzer ist ein Forscher, der hat von Internetdemenz gesprochen. Wir werden verdummen, wenn wir uns nur auf künstliche Intelligenz verlassen. Und was wäre eigentlich das Ende? Und das sehe ich ja als ganz, ganz große Gefahr. Wenn wir uns nur dieser künstlichen Intelligenz hingeben, sind wir dann nicht irgendwann in ganz, ganz kurzer Zeit abhängig von dieser virtuellen Welt und leben wir dann gar nicht mehr im Realen. Und das sehe ich als große Gefahr. Das ist schon interessant, weil wie schnell das jetzt ging, weil am Ende, ne, wir haben ganz viele Science-Fiction-Filme schon gesehen vor 10 und 20 Jahren, die sowas vorausgesagt haben. Und am Ende, jetzt gibt es dieses Medium mit diesem ChatGPT. Und das ist ja, wenn man das so mal nimmt, ja auch irgendwie nur der Anfang. Also nur, das leistet ja schon extrem viel.
aber es ist der Anfang von Technik, die uns ganz, ganz viele Dinge abnimmt und noch weitere Dinge abnehmen wird. Da gebe ich Ihnen recht, wo bleibt dann das eigene Denken und wo bleibt halt die Kompetenz, selber denken zu können. Auf der anderen Seite hat ja alles auch immer sein Gutes. Also es kann ja auch, das ist ja wie mit Wikipedia damals, ne? Es kann ja auch das Gute haben, dass es auch manche Dinge vielleicht erleichtert für denjenigen, denen manche Dinge halt schwerfallen oder der vielleicht auch mal was wissen will. Also ne, es hat ja immer alles auch irgendwie zwei Seiten und vielleicht ist es da genauso, dass es einfach nur um den, also nur im Anführungsstrichen um den Umgang damit geht. Weil am Ende, das ist wie mit dem Atomzeug, wenn es einmal da ist, es wird nie wieder weggehen. Also wir werden es jetzt haben, wir müssen uns dem stellen. Ganz genau. Die KIs sind da, die werden weiterentwickelt, die werden schlauer und wir müssen uns dem stellen. Und wir brauchen kritischen Umgang mit diesem Medium. Und das ist ganz wichtig. Und dafür muss Schule eigentlich auch da sein. Dafür brauchen wir Antworten. Wie gehen wir damit um? Wie nutzen wir sie gewinnbringend für uns? Und an welcher Stelle brauchen wir aber wirklich unseren eigenen Kopf noch zum Denken? Die Frage ist, wie viel kann der Schule leisten? Weil das kam halt auch als Frage rein, wie digital ist eigentlich Schule? Und jetzt haben wir vorhin so von einem starren Schulsystem gesprochen. Wie flexibel und wie schnell kann sich das denn reformieren oder dranbleiben an der Entwicklung, an der technischen Entwicklung? Das ist ja eigentlich gar nicht zu schaffen. Oder wie sehen Sie das? Ja, bisweilen hat man immer das Gefühl, man hechelt dem Trend hinterher. Ne? Mhm. Und man versucht immer irgendwie die aktuellen Trends mitzugehen. Wenn wir bei diesem Thema Digitalisierung von Schule nochmal kurz drauf eingehen, ich finde, es ist eine große Erleichterung und ich finde, Digitalisierung betrifft nicht nur, wir gestalten jetzt eine PowerPoint und das ist jetzt Digitalisierung. Das war vor 20 Jahren. Genau, das hat ja nichts mit Digitalisierung zu tun, das ist bloß eine andere Art von Präsentation. Digitalisierung bedeutet ja auch Interaktivität zwischen den Schülern oder zwischen den Lehrern. Digitalisierung könnte im Bereich Schulverwaltung eine Rolle spielen. Interaktivität und Digitalisierung kann im Stundenablauf, im Plan einer Unterrichtsstunde eine große Rolle spielen. Und für mich ist die Digitalisierung eine Ergänzung zu allen anderen Möglichkeiten, Stoff und Kompetenzen zu vermitteln. Aber sie darf aus meiner Sicht nicht das Allheilmittel sein, sondern wir müssen auch noch miteinander reden, wir müssen auch noch einen Stift halten können, wir müssen auch die Lernpsychologie berücksichtigen, dass eben man am besten lernt, mit der Hand in den Kopf, also mit Kopf, Herz und Hand zu lernen, wie es Pestalozzi vor über 100 Jahren schon gesagt hat. Das dürfen wir nicht da vergessen und dürfen uns dem nur hingeben und sagen, jetzt können wir alles und jetzt haben wir das alles im Internet stehen und wir müssen sowieso nichts mehr lernen, weil Wikipedia oder die KI sagt uns sowieso das, was wir als Wissen brauchen, sondern wir müssen damit auch umgehen können mit dem Wissen, was es da gibt. Und kannst da auch ein, oder gibt es da schon auch ein Miteinander, weil ich mir gut vorstellen kann, dass viele junge Leute, die an den Schulen sind, da einige Kompetenzen mehr haben als vielleicht die Lehrer. Und man ja dadurch auch die Chance hat, sozusagen miteinander zu lernen. Findet das in den Schulen eigentlich statt oder ist das immer so, dass dann die Schüler die Lehrer auslachen, weil die irgendwie die PowerPoint halt nie ankriegen, jetzt mal salopp gesagt. Ja, ich denke aber, es gibt solche und solche Lehrer. Also es gibt bestimmt nicht alle Lehrer da. Ne? Also es gibt viele Kollegen und Kolleginnen, wo ich sage, wow, die können mit den Geräten teilweise besser umgehen und auch bewusster umgehen, als manchmal die Schüler tun. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Programme, wo man sagt, wow, wie das die Schüler jetzt wieder hinbekommen haben. Also zum Beispiel jetzt eine Datenbank zu gestalten oder sowas, das würde ich jetzt mir auch nicht zutrauen, wo ich dann sage, ja, da können wir voneinander wirklich profitieren und wir versuchen das auch zu nutzen. Ne? Man braucht eine gewisse Offenheit dafür. Wir als Lehrer, also ich stehe dazu, ich weiß nicht alles, ich kann mit den Programmen, mit denen ich arbeite,
denke ich, ganz vernünftig umgehen. Ich beherrsche nicht alles. Das, was ich beherrsche, meine ich, damit komme ich ganz gut zurecht. Manche Schüler bringen noch was mit. Und warum soll man das nicht in den Unterricht mit einfließen lassen? Warum gibt es jetzt zum Beispiel noch keinen Instagram-Account vom Lösnitz-Gymnasium, sondern nur vom Luisenstift? Nur ein Beispiel. Ja, das ist eben die Frage, muss man jedem Trend mitgehen? Und ich habe jetzt noch nicht das Bedürfnis gehabt, dass wir auf Instagram sein müssen. Okay. Und wenn man sieht, wie was mit Fotos und mit Bildern angestellt wird, dann weiß ich nicht, ob das jetzt das Medium ist, was wir brauchen als Schule. Eine Frage kam, arbeitet ihr an der Schule mit iPads oder digitalen Tafeln? Zum Teil, ja. Also ich als Schulleiter wünsche mir noch eine bessere Ausstattung des Lösnitz-Gymnasiums mit iPads, mit Laptops und mit digitalen Tafeln. Wir haben eine begrenzte Anzahl an diesen Geräten. Wir sind gerade mit dem Schulträger in Verhandlungen, damit wir alle Klassenräume im Haupthaus jetzt mit interaktiven Tafeln oder mit passiven Tafeln ausstatten. Da sind wir gerade auf dem Weg und in Verhandlungen damit. Und iPads, haben wir einen iPad-Satz da. Ja, auch da wünsche ich mir noch ein bisschen mehr, dass man das auch dann bewusst im Unterricht einsetzen kann. Dann die Frage Religionsunterricht an Ihrer Schule. Gibt es ja mit Sicherheit noch. Bei uns gibt es evangelischen Religionsunterricht und Ethikunterricht. Jetzt kommt meine bisschen persönlichere Frage. Wie geht es Jugendlichen heute im Gegensatz zu Ihnen in Ihrer eigenen Jugendzeit? Also worauf zielt die Frage ab? Ich denke, dass was der Unterschied zwischen damals und heute vielleicht ist. Ne? Die hätte ich auch mal gestellt, ja, wenn wir es geschafft hätten. Da müsste ich ja wissen, wie es der heutigen, was die heutige Jugend so anstellt. Ist für mich ganz schwierig zu beantworten, was ich so wahrnehme, aber das ist nur meine eigene Wahrnehmung. Wir hatten, glaube ich, ein anderes Weggehverhalten. Ich glaube, die Angebote waren anders. Heute kann man sich viel über verschiedene Plattformen unterhalten. Die Internetspiele sind stärker vertreten. Man kann als Team im Internet auf verschiedenen Spieleplattformen sich bewegen und ohne dass man miteinander sich verabredet hat oder sich wirklich trifft, miteinander agieren auf solchen Spielplattformen. Das gab es zu meiner Zeit nicht. Also wir haben uns halt noch ganz analog getroffen. Ich denke, das ist ein großer Unterschied, dass die Angebotsbreite der Möglichkeiten, die Freizeit zu gestalten, jetzt größer geworden ist. Vielleicht ist die Vielzahl auch manchmal zu groß schon. Das ist ein Punkt, der sich verändert hat. Die Freiheit, die man jetzt vielleicht genießt in seinem Handeln, ist ein tolles Gut, ist, denke ich, aber auch eine große Verantwortung, wie man mit dieser Freiheit umgeht. Die Frage zielte vielleicht auch ein Stück weit darauf hinab, ob die psychische Belastung heutzutage eine andere ist, also vielleicht in unserer Generation in der Schule gewesen ist, ob der Druck sich verstärkt hat oder ob die Außenwelt da mehr Wahrnehmung drauf legt, was ist es, was bin ich, was kann ich und oder so in die Richtung, ob es da vielleicht Unterschiede gibt, ob Sie vielleicht lieber in die Schule gegangen sind als die Schüler heute oder ob das keine Rolle spielt. Ich denke, Schule hat sich da ein ganzes Stück weit verändert. Also wenn ich mich an meine Schulzeit so dunkel zurückerinnere, war es doch sehr administrativ und sehr vorgegeben, obwohl wir vor uns auch gesagt haben, dass wir uns immer noch in einem Korsett befinden. Aber ich denke, das Lehrer-Schüler-Verhältnis hat sich aus meiner Wahrnehmung stark verändert. Also das Miteinander wird auch beispielsweise am Lösnitz-Gymnasium stark gepflegt, dass es eben nicht nur der Lehrer steht vorn, sondern wir sind ein Stück weit auch Lernbegleiter. Also wir versuchen da weniger diese Hierarchie, Lehrer steht vorn, hat das Wissen über alles, sondern dass man
viel stärker gemeinsam Unterricht gestaltet. Und ich denke, das ist schon eine große Veränderung zur damaligen Zeit. Gleichzeitig, es gibt immer unterschiedliche Lehrerpersönlichkeiten und ich erinnere mich durchaus auch gerne an meinen Deutschlehrer zurück, der immer eine große Offenheit hatte und der uns auch sehr gefördert hat. Kann man denn als Schulleiter Lehrer oder Lehrerin auswählen oder kriegt man die zugeteilt? Das ist ein relativ neues Verfahren, was es seit 2-3 Jahren auch hier in Sachsen gibt, dass die Lehrer sich schulscharf auf Schulen bewerben können. Das nennt sich schulscharfes Bewerbungsverfahren. Vor Jahren wurde das zentral über die einzelnen Schulämter beworben, sich die Studenten, die fertig gewordenen Lehrer, Absolventen auf eine Stelle und dann wurden sie zugewiesen. Jetzt haben die angehenden Lehrer die Möglichkeit, sich die Schulen vorher anzugucken und sich an verschiedenen Schulen zu bewerben. Als Referendar hat man die Möglichkeit, sich an 10 Schulen zu bewerben. Das ist der aktuelle Stand. Und in dem Zusammenhang, Lehrermangel ist uns ja allen klar, ne? Ich finde auch, es hat sich da ein Stück weit ein Paradigmenwechsel vollzogen, nämlich zur Zeit. Zumindest habe ich bisweilen das Gefühl, müssen wir als Schule uns gut präsentieren, um gewünschte Kolleginnen und Kollegen für unser Gymnasium zu begeistern, für unser Team, für unsere Schule, für unsere Schüler, um dann den Lehrer auch an unsere Schule zu binden. Aber Sie können nie sagen, der kommt nicht. Oder bei dem habe ich kein gutes Gefühl oder der würde jetzt nicht in mein Team passen. Dafür gibt es das Einstellungsverfahren und die angehenden Kollegen kommen zu Bewerbungsgesprächen ja. Und wenn es gar nicht passt, dann hat man schon die Möglichkeit auch zu sagen, das ist vielleicht jetzt nicht für unsere Schule geeignet, das ist ganz schwer. Okay. Und ich also wird jetzt nie vom Ministerium immer dann so zugeordnet, sondern man hat als Schulleiter schon ein... Man hat Mitspracherecht. Mitspracherecht, ja. Okay. Das ist auf jeden Fall weniger, als wenn man jetzt eine Führungsfigur im Mauerbetrieb wäre. Da kann man mehr auswählen, wenn man genug Fachkräfte hat. Ne? Genau, auf jeden Fall. Ja, was halt auch noch mitkam, oder beziehungsweise, was ich sagen wollte, wie das Thema hier in so einem Videopodcast über Schule zu reden eigentlich entstanden ist. Ich habe einen Beitrag geteilt von so einem Comedian, Felix Lobrecht heißt der, und der war sinngemäß so, dass er gesagt hat, dass er das eigentlich Quatsch findet, diese Aufteilung in Gymnasium und Oberschule, weil das ja schon von Anfang an so ein Zweiklassensystem schafft. Die da oben und die da unten. Und da habe ich ganz viele Meinungen dazu bekommen und auch viele Daumen hoch, die das anscheinend genauso sehen. Und da war so dieser Gedanke entstanden, okay, warte mal, über Schule reden, das könnte interessant sein. Es betrifft halt auch irgendwie die meisten Jugendlichen. Also lass das mal machen. Jetzt meine Frage. Wie sehen Sie das? Sie sind ja jetzt in einem Gymnasium, also so gefühlt die da oben. Sehen Sie das auch so oder würden Sie dieser Aussage widersprechen? Sehr komplex. Was ich manchmal oder für einige Schüler schwierig finde, ist, wenn Eltern mit ihren Kindern gemeinsam nach der 4. Klasse entscheiden müssen, welchen Bildungsweg schlägt man jetzt ein. Ja, es gibt ein durchschnittliches Bildungssystem in Sachsen. Also ich kann sowohl von der Oberschule zum Gymnasium wechseln, als auch vom Gymnasium zur Oberschule. Das geht, ne? Also man ist jetzt nicht auf Gedeih und Verderb an dieses Schulsystem gebunden. Und die Erfahrung zeigt, dass es einigen Schülern gut gelingt, nach der 4. Klasse diesen Übergang zum Gymnasium zu schaffen. Andere tun sich da wirklich sehr schwer. Und für andere wäre es vielleicht auch besser, länger auf einer gemeinsamen Schule zu sein, nämlich auf einer Gesamtschule, Gemeinschaftsschule. Das System wird ja auch gleichzeitig gerade mit ausprobiert. Was mir immer wehtut, ist ein Stück weit diese Kategorisierung in die da oben und die da unten. Also ich finde, wir leben momentan in einer Zeit, wir wissen, es braucht eine ganze Menge Fachkräfte, es braucht nicht nur Akademiker, sondern wir brauchen auch den Bauarbeiter, da sind wir wieder bei dem, und
Deswegen mag ich diese Einteilung in oben und unten gar nicht so sehr, sondern ich finde, es sind zwei Schularten, die es gibt, und es gibt Schüler, die wollen lernen, die wollen vielleicht auch wirklich studieren, die sind dann bei unserem Gymnasium richtig, und es gibt sehr handwerklich begabte Schülerinnen und Schüler beispielsweise, ne? Und da ist doch der Weg über eine Oberschule, über einen Realschulabschluss doch eine gute Lösung, dann in den Weg durchs Leben zu finden. Da würde ich jetzt ein kurzes Beispiel, dann kannst du deine... Du musst mich machen lassen, sonst kann ich die Fragen nicht bringen, weil die also, sind so viel, oh Gott. Na dann hau rein, los. Also, nochmal die kurze Frage, die kann ich vielleicht selber beantworten. Sie haben ja eine Schule und einen Sportplatz, ne? Das habt ihr in eurer Schule. Ja, haben wir. Die Heidemarie wissen, wahrscheinlich will die sich bei euch bewerben. Aber wollte gerade sagen. Und starten. Dann war eine Frage weiter vorne, da ging es komplex darum, ob ein Lehrer eher eine Autoritätspersönlichkeit sein soll. Ich kann es nicht mehr sehen, aber so interpretiere ich es. Oder ob ein Lehrer eben auch sehr authentisch sein muss und auch zu seinen Schwächen und Fehlern, die er hat, den Schülern gegenüberstehen muss. Also wie Sie das sehen, ob es mehr so eine Vorbildwirkung ist oder eben sagen, okay, ich habe eben auch Schwächen. Und das wäre die eine Frage. Sie haben gesagt, Sie können sich bis zu drei Fragen merken. Die andere Frage ist, was ist der größte Druckpunkt in Ihrer Schule? Was würden Sie ändern, wenn Sie könnten, sofort? Also wenn Sie sagen, jetzt will ich das anders machen, was wäre da der wichtigste Punkt? Und die dritte Frage ist, wie ist Ihre Beziehung zu den Schülern? Vielen Dank für die Fragen schon mal. Ja, danke. Also Sportplatz hat man schon beantwortet. Das war die erste Frage. Zweite Frage war Vorbild. Authentizität? Also ich finde ja Vorbild und Autorität oder Vorbild. Also ich würde ja eher sagen, man wird ein viel besseres Vorbild, wenn man nicht so eine vorgespielte Autorität ist, sondern wenn man authentisch ist. Und wenn ein Lehrer mal was vergessen hat oder wenn er sagt, boah, tolle Frage, muss ich selber nachgucken, finde ich das viel authentischer und wird von den Schülern auch akzeptiert, als wenn man so eine Frage übergeht und sagt, das gehört jetzt nicht zum Stoff und wir machen jetzt weiter. Das würde ich mir wünschen, dass man da wirklich authentisch bleibt. Und ich nehme es immer so wahr für meinen Unterricht, wenn ich freudestrahlend in den Unterricht gehe, weil mir macht das Spaß. Ich stehe gerne mal vor den Schülern bei meinen 4 Stunden, die ich noch habe. Und ich kann da authentisch sein, wie ich bin als Lehrer. Kriege ich auch ein Feedback dementsprechend. Also ich mag das, wenn Lehrer authentisch sind. Und ich finde es auch wichtig für Schülerinnen und Schüler, verschiedene Lehrerpersönlichkeiten zu sehen, weil das zeigt doch auch, wir müssen uns auch im weiteren Leben immer mit verschiedenen Menschen beschäftigen, wir müssen mit verschiedenen Menschen agieren können und da bedarf es auch immer einer gewissen Toleranz von beiden Seiten her, ne? Und der ist eben so, okay, da muss ich so, bei dem anderen, da muss ich genau aufpassen, dass ich die Hausaufgabe nicht vergessen habe. Das ist authentisch. Authentizität finde ich ganz wichtig und das macht uns auch als Menschen aus. Wir sind nicht nur Lehrer, auch Lehrer sind Menschen. Und das finde ich ganz wichtig, authentisch zu sein. Wenn Sie was verändern könnten an Ihrer Schule, worauf Sie vielleicht jetzt keinen Einfluss haben, was würden Sie verändern wollen als erstes? Muss dein Mikrofon noch rein. Ja, was ist das Erste, was Sie verändern würden, wenn Sie könnten an Ihrer Schule? Oder ist vielleicht alles super? Das kann ja auch sein. Das kann ja auch eine Antwort sein. Ne? Man hatte vor kurzem unsere Schule beschrieben, das Lösungsgymnasium hätte einen morbiden Charme. Das hat mich sehr berührt und das ist, was mich so gerade als Schulleiter umtreibt. Also ich wünsche mir sehr, dass die Baumaßnahmen demnächst abgeschlossen werden, dass die Schüler in der Lernumgebung lernen können, die den aktuellen Anforderungen entsprechen. Das wäre so, wo ich gerne mal mit dem Finger schnipsen würde und sagen könnte, jetzt haben wir das, wie ich mir das wünsche, mit interaktiven Tafeln und so weiter. Wir sind gerade in der Bauphase, also es fühlt sich wie Baustelle an, es sieht auch teilweise wie Baustelle noch ein bisschen aus. Ich finde auch, Baustelle hat was Optimistisches, weil wo gebaut wird, da geht was voran.
manchmal bin ich da etwas ungeduldig, aber das ist so, was ich als erstes gerne jetzt als Schulleiter für die Schule mir wünschen würde. So dann systemisch würde ich mir wünschen, dass wir mehr Zeit für unsere Schüler haben, also vielleicht kleinere Klassen hätten, vielleicht auch, dass man einen Sozialarbeiter an der Schule hätte. Die nehmen alle Fragen weg, genau das hätte ich auch gestellt, aber warum gibt es den noch nicht? Wir beantragen den immer wieder und der Landkreis sagt, keine Ressourcen. Da geht dann mehr an die Oberschulen, das haben wir ja in unseren Sachen auch, und das ist vielleicht auch ist für Sie schlecht, aber wenn eben man entscheiden muss, wo geht der Sozialarbeiter hin, dann halte ich das schon auch für wichtig, dass er an den Oberschulen hauptsächlich tätig ist als an den Gymnasien. Das ist nur eine persönliche Meinung. Aber was mich immer so gestört hat, wenn ich unten reingekommen bin, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, wovor ich immer Angst hatte, waren, ihr hattet immer so Aquarien. Also ich bin jetzt seit 30 Jahren Sozialarbeiter in Radebeul, die Aquarien, wenn man dort unten reingekommen ist, das fand ich immer, das war so, wo ich mir gedacht habe, Mensch, das musste irgendeiner merken, dass das wirklich also extrem schul oder extrem befremdlich wirkt, wenn man da reinkommt. Aber okay. Wenn man da 100 Jahre reinkommt, ist es wahrscheinlich egal. Also die Aquarien sind nicht mehr da. Sehr gut, ich komme mal wieder zu euch. Die Fische sind frei. Okay, warte, die Fische sind jetzt draußen im Biotop. Die Frage war noch, wie Sie Ihr Verhältnis zu Ihren Schülern einschätzen. Stimmt, ja. Auch eine gute Frage, wenn ich die mal bewerten darf. Ich finde ja, die müssten eigentlich die Schüler beantworten. Haben wir vielleicht ein paar Schüler aus dem Lögi, die vielleicht diese Frage beantworten könnten? Also ich schätze, aber das ist ja nun wieder meine Wahrnehmung. Ich denke, dass ich ein gutes Verhältnis zu meinen Schülern habe. Ich versuche klar zu sein, ich versuche meine Ansprüche klar zu machen und hoffe, dass ich damit die Schüler erreiche. Ich möchte nicht, dass die Noten geschenkt werden, weil ich denke, auch eine sehr gute Leistung muss als sehr gute Leistung sichtbar werden und eine weniger gute Leistung muss eben auch mal weniger wert sein. Und deswegen versuche ich das transparent zu machen und mit den Schülern im Gespräch zu sein. Also ich kann das bestätigen, mit denen ich mal gesprochen habe, jetzt auch die letzte Abi-Finanzierungsfeier mitgemacht haben und so. Also da war jetzt kein negatives Feedback zu hören, um ehrlich zu sein. Und das ist schon ziemlich cool. Das ist schön, danke. Zu den Noten, da fällt mir, das habe ich jetzt zwar auf meinen ganzen Papieren hier nicht stehen, aber da fällt mir glatt mal ein. Ich finde das schon auch in Ordnung, dass so diese Bewertung zwischen gut und das war jetzt keine sehr gute Leistung. Die Frage wäre nur, ob es denn auch eine Möglichkeit gäbe, auch mit schlechten Noten sein Abitur zu bekommen. Oder seinen Realschulabschluss, weil am Ende, das haben wir ja jetzt auch ganz häufig gelernt, die Noten sind ja auch nur ein Teil der Persönlichkeit, deswegen gibt es ja auch zum Beispiel die Kopfnoten, deswegen gibt es auch Bewertungen, Praktikas, wo man anders bewertet wird, die man dann auch später in Bewerbungen mit reinstecken kann. Warum gibt es dann nicht so dieses System, okay, du hast vielleicht nicht so die guten Noten, aber du fällst jetzt nicht durch, weil du da in dem einen Fach einfach so schlecht bist, dass du halt eine 5 hast oder eine 6, sondern du kriegst dein Abitur, aber in dem einen Fach hast du halt einfach eine Kacknote. Das würde doch einiges auch ein bisschen, also so ein bisschen Druck da rausnehmen, oder? Ja, man muss ja nicht nur 1 und 2 haben, um ein Abitur zu bekommen. Also die Noten gehen ja schon. Aber eine 5? Die 5 kann man ausgleichen. Also das ist durchaus möglich. Wo es kriminell wird, wenn man 0 Punkte hat. Also für alle, die jetzt nicht am Gymnasium sind, wir haben in der Klassenstufe 11 und 12 ein Notensystem, was über Punkte funktioniert. Das ist 15 Punkte ist die 1 plus gefühlt und 0 ist so. Schlechter geht es nicht mehr. Und Null bedeutet ganz, ganz formal, man hat diesen Kurs beispielsweise dann nicht besucht. Und da wird es halt dann einfach formal juristisch schwierig, weil das Abitur ist ein Verwaltungsakt. Und wenn ich muss bestimmte Kurse einbringen und wenn ich dann 0 Punkte habe, das grenzt bisweilen auch schon, es ist ganz dumm gelaufen, man hat vielleicht wirklich den falschen Kurs gewählt, dann bedeutet es, der Kurs ist nicht belegt und dann kann man das Abitur nicht bekommen. Das ist sozusagen ein ganz offizieller Verwaltungsakt und da können wir nichts dagegen tun. Die Schüler haben die Möglichkeit, wenn sie wissen, in dem Fach habe ich jetzt wirklich ganz wenig Ahnung oder das liegt mir jetzt gar nicht, dann hat man in bestimmten Fächern die Möglichkeit, das Fach abzuwählen, um trotzdem das Abitur zu bekommen. Ne? Also wenn ich beispielsweise Russisch als zweite Fremdsprache hatte oder Französisch oder Latein oder Spanisch, wie auch immer, und ich sage,
das war vielleicht jetzt ein Missgriff, dann kann ich das nach der Klassenstufe 10 abwählen und dann muss ich das nicht zum Abitur führen. Also ich muss jetzt nicht mit Supernoten, ich kann auch mit 3 und mit weniger zum Abitur kommen. Ich muss halt mindestens 200 Punkte erreichen. mit 3 oder mit mehr. Ne? Aber wenn wir bei der Frage von vorhin nochmal mit dieser, die halt reinkam, so mit dieser Zweiklassengesellschaft oder mit diesem System. Sie sind ja Kunstlehrer, wenn man jetzt mal sich vorstellt, man kann noch künstlerisch was studieren. Mhm. Und wenn man so unterwegs ist, fällt Ihnen vielleicht Mathe und Chemie und Bio vielleicht extrem schwer. Und trotzdem hätte man ja die Möglichkeit zu studieren, weil man irgendwie eine Leidenschaft hat, weil man auf einem Fachgebiet halt super wäre. Aber wenn das andere halt nie passt, dann hat man halt vielleicht nie die Möglichkeit, auf einem Gymnasium zu sein. Also ist das dann auch gerecht? Weil wir sind ja auch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Ne? Manchmal ist es ja auch so, dass wenn jemand ein besonderes Talent hat für eine besondere Richtung, der ist dann meistens da extrem gut und an anderen Stellen dann halt eben nicht. Ist es dann, wenn man das jetzt bis 18 eigentlich so zieht, ist es dann gerecht, wenn man sozusagen viele Umwege gehen muss, damit man vielleicht an sein Ziel kommt? Naja, also, was ist da gerecht? Ne? Also das ist, der eine ist halt da, hat halt mehr Kompetenzen als der andere und das ist dann halt schwierig. Man muss dann tatsächlich die Umwege gehen. Ne? Also man kann dann schon auch studieren, aber dann muss man eben über College oder über Abendgymnasium gehen und wenn man das will, dann kann man darüber noch seine Hochschulreife erreichen. Mhm. Und ja, das sind halt die Vorgaben, an denen wir halt gebunden sind. Und Gymnasium, ein ehemaliger Kollege hat gesagt, das ist der leistungsorientierte Bildungsgang. Und dem muss man sich dann stellen, um das Abitur zu bekommen. Kunst kann ich auch anders studieren. Da denke ich, da gibt es noch andere Möglichkeiten, da einen Zugang zu finden. Aber weil wir gerade noch bei Kunst sind, Benotung, ne, das wäre ja auch so eine Sache, ne? Kunst, Musik. Ist gerade die Frage reingekommen, Musik, Kunst und Sport, ist das, sollte man das bewerten oder sollte man das, wie sehen Sie das? Ne? Ja, das ist eine lange Diskussion, die kenne ich noch aus meinen Studienzeiten. Wir haben uns gefragt, brauchst du die Benotung in Kunst? Kann man überhaupt Kunst bewerten? Also wir können eigentlich nur die formalen Gestaltungsmittel bewerten als Kunstlehrerinnen und Kunstlehrer. Und dort gibt es natürlich Talente und es gibt Schüler, die weniger talentiert sind. Ganz genau. Das würde ich mir zum Beispiel mal wünschen, dass man das wirklich diskutiert. Kann da ein Werturteil vielleicht oder ein Worturteil eine bessere Möglichkeit sein, hier Leistung von Schülerinnen und Schülern zu wertzuschätzen. Ne? Also mancher kann ich mir zum Beispiel auch einen Sport vorstellen, der bemüht sich, der läuft seine Runden und der wird aber nie der Hochleistungssportler werden. Ne? Dann bekommt er halt eine schlechte Note. Aber vielleicht hat er sich viel mehr angestrengt als ein anderer, der dem es zufliegt. Ne? Das aber geht das, ja, gilt ja in Mathe dann aber genau das. Ja, eben, wollte ich gerade sagen, genau. Das gilt doch eigentlich für jedes Fach. Also also nur weil man, ne, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, Mathe nie so super ist, aber das heißt ja nicht, dass man sich vielleicht nicht anstrengt. Das ist das Problem der Benotung an sich. Ja. Ne? Da habe ich wahrscheinlich noch keine Lösung finden. Ja. Nein, und das Interessante daran ist immer, es gab ja schon Versuche, ich war auch mal 10 Jahre in Baden-Württemberg als Fachberater für bildende Kunst, dass man sagt, wir geben jetzt keine Noten mehr, beispielsweise in Kunst, sondern es gibt nur noch eine Einschätzung mit Worten. Und was haben die Schüler dann gesagt? Was bedeutet das jetzt als Note? Da sind wir wieder bei Deutsch, lesen und Texte verstehen. Genau. Dann muss ja, ne, das, was dann da drin steht, also ist ja irgendwie eine Bewertung, und das dann verstehen, was bedeutet das jetzt für mich? Was ich mich jetzt frage, okay, diese Noten, ne, da denken wir immer so, okay, das ist halt so. Und wenn die wegfallen, naja, dann kann ja jeder irgendwie so machen, was er will. Da muss ich halt an dieses Interview denken, was ich von dem Lesch gehört habe, der halt sagte, so sinngemäß, dass Schule und Gemeinschaft, also miteinander was machen, ja auch ganz viele, ich sage jetzt mal, Wettkämpfe mit sich bringt, wo man Dinge zusammen macht, wo man auch ausloten kann, okay,
also Wettkämpfe, wissen Sie ja vielleicht, was ich meine, wo man dann doch irgendwie, ich sag jetzt mal, ob jetzt nur gewinnt oder verliert oder wo man zusammen versucht halt besser zu werden, ohne dass das sozusagen so abgetan wird mit einer Note. Das wäre ja vielleicht eine Alternative oder ein alternatives Gedanken, ein alternative Gedanke dazu. Aber und wer verliert, wird dann von der Klippe gestürzt oder so, so spartanisches System wie in Sparta? Muss ich mir das Interview nochmal anhören. Also es gibt ja da verschiedene Schulsysteme, da kommt ja gerade noch eine Frage rein, prinzipiell, was halten Sie von freien Schulen? Also da ist es ja mit dem Notenwurf, geht es ja ein bisschen anders zu, ne? Wäre das jetzt, würden Sie dort auch Schulleiter werden oder sowas? Würde ich jetzt die Frage mal ergänzen? Also wäre das was für Sie auch? Könnten Sie damit umgehen? Ich denke, ich könnte damit umgehen. Ich finde es eine tolle Ergänzung, weil ich finde, die Schüler sind alle unterschiedliche Persönlichkeiten. Der eine fühlt sich an dem staatlichen Schulsystem sehr wohl und kann dort gute Leistungen erbringen. Ein anderer Schüler passt vielleicht nicht in diese, zu diesen Regeln, zu diesen Vorgaben, zu diesen Noten. Der braucht vielleicht mehr Freiraum, mehr Kreativität. Und deswegen finde ich das gut, dass es diese Möglichkeit freier Schulen, Waldorfschulen, Werkschulen gibt. Einfach, dass die Schüler auch oder die Eltern mit ihren Kindern gemeinsam Möglichkeiten haben, vielleicht andere Wege zu gehen, um schulische Bildung, Wissen zu erlernen. Also ich finde das eine gute Ergänzung. Ob ich an eine freie Schule passe, das weiß ich jetzt noch gar nicht so genau. Ich finde es sehr spannend, was da gemacht wird. Habe mich aber mit dem Gedanken, ehrlich gesagt, noch gar nicht so richtig beschäftigt. Ich finde das gerade, wie ich mit meinen Kollegen das Lögi entwickle und weiter voranbringe, finde ich gerade total spannend und das macht mir nach wie vor richtig Spaß. Das kam, passt vielleicht dazu, die Frage habe ich versprochen, auch mit reinzubringen. Sind Sie für eine Schulpflicht weiterhin? Ich finde, die Schule, der Schulbesuch ist ein hohes Gut. Ne? Also die Schulpflicht klingt immer so negativ. Das hat so einen negativen Touch. Aber wenn wir uns mal überlegen, wo kommt es denn her? Es ist ja ein absolut hohes Gut, dass unsere Schulpflicht, wie es heißt, kostenfrei ist. Alle Schüler und Schüler haben eine kostenlose Ausbildung. Mindestens bis zur 9., 10. Klasse, ne? Oder eben bis zum Abitur. Bis zum Abitur können alle Schüler, egal aus welcher sozialen Schicht sie kommen, können sie unterrichtet werden, ohne zusätzliche Gelder. Und deswegen finde ich das mit der Pflicht, das hat so was Negatives. Ich finde es ganz wichtig, dass alle eine Bildung erlangen. Und deswegen finde ich das einen großen Gewinn, dass es die Schulpflicht gibt. Mhm. Also schon mal, jetzt schon mal so zwischendrin, jetzt haben wir schon fast eine Stunde geredet. Ich finde das extrem spannend und cool auch, dass so viele Fragen reinkommen. Jetzt haben wir es ja, wir haben heute eine Stunde später angefangen als sonst, jetzt ist es um 10. Und wenn wir jetzt bei der Uhr sind, dann ist die Frage wichtig, warum kann Schule eigentlich nicht später beginnen? Habe ich auch in einem Interview gehört, dass warum kann die zum Beispiel nicht um 9 beginnen, wie zum Beispiel Italien, Spanien, Frankreich, da ist ja anscheinend auch nicht so zeitig und es soll auch Studien geben, die sagen, dass so dieser Biorhythmus ab um 9 man so am besten denken kann. Ja, ich kenne Studien. Oder geht das durch den Unterrichtsausfall und den Lehrermangel relativiert sich das wahrscheinlich von alleine? Also bisweilen haben unsere Schüler leider wirklich, also das ist jetzt ein bisschen sarkastisch, aber wirklich erst um die Zeit, um 9 Unterricht, weil wir leider manchmal halt auch eine Stunde ausfallen lassen müssen wegen Krankheit oder weil es halt nie organisatorisch zu stemmen ist. Ja, das ist bekannt, dass also vor um 7 oder um 7, das ist einfach zu früh, das ist für uns alle zu früh, Unterricht zu machen. Wenn man das aber mal anstrengt, wenn man diese Idee mal vorsetzt, was passiert denn? Der Unterricht würde viel länger in den Nachmittag hineingehen. Sie wollten ja den Lehrplan verschlanken. Naja, dann müsste man den Lehrplan verkürzen und dann müsste man die Unterrichtstafel verkürzen und dann wird man, naja, was bleibt dann am Ende noch übrig? Ne? Das wäre vielleicht
dann doch ein bisschen zu wenig bis zum Abitur. Also das hätte, wenn wir mit unserem jetzigen Schulsystem denken und arbeiten und rechnen, dann würde halt der Unterricht sehr stark in den Nachmittag, in den Freizeitbereich der Schülerinnen und Schüler hineinragen. Das hat dann wieder zur Folge, und was ich auch wieder schade fände, dann würden Musikangebote gegebenenfalls ausfallen. Schüler könnten nicht mehr zu ihren Sportvereinen gehen. Und deswegen ist der Kompromiss, also wir beginnen jetzt 7.55 Uhr, das ist gefühlt um 8 Uhr. Mhm. Das ist schon ganz okay. Also ja, und man ist auch noch frisch. Und in anderen Ländern wird es ein bisschen anders gemacht, aber da muss man auch gucken, wie lang arbeiten die dann nachmittags, wie lang ist dann eigentlich die Schulpflicht, kommen die vielleicht abends erst um 5 Uhr nach Hause. Viele haben ja immer von diesem skandinavischen Modell geschwärmt, aber auch da ist es ja so, ne? Die Schüler bleiben viel, viel länger in der Schule und klar, die haben da keine Hausaufgaben mehr zu Hause. Ich wusste, dass ich jetzt Wort genannt der Cliffhanger, habe. Genau. Und man muss immer die Rahmenbedingungen, also das Für und Wider abwägen. Ne? Und wir haben das auch mal probiert zu sagen, hey, lass uns die Schule später beginnen. Aber jetzt mal unabhängig vom Korsett, wären Sie denn dafür, würden Sie das, wenn das jetzt dieses Korsett halt nie so wäre und wenn es das nie so gäbe mit diesen, dann machen wir halt 3 Stunden länger, so vom Gefühl her, mit den Schülern, mit denen Sie so zu tun haben, mit den Lehrern, würden Sie sagen, ja, wenn wir jetzt nie alles andere berücksichtigen müssen, ich würde auch um 9 anfangen. Na, ich könnte auch länger ausschlafen früh. Ne? Das wäre schon angenehm. Also ich auch. Deswegen bin ich Sozialarbeiter. Aber das ist ja hypothetisch. Wir wollen ja bei den Fakten bleiben. Ne? Ja, okay. Dann bleiben wir mal bei den nächsten Fakten mit den Hausaufgaben. Das war jetzt ja eine gute Überleitung. Die Frage kam nämlich auch. Sind Hausaufgaben wirklich nötig, wenn man schon den ganzen Tag in der Schule war? Es bedarf manchmal Übungsphasen. Ne? Es gibt Fächer, wo Hausaufgaben wirklich sinnvoll sind. Ich will jetzt gar keine Fächer nennen oder die in den Vordergrund bringen. Es ist wichtig, dass man auch mal zu Hause in Ruhe den Unterrichtsstoff nochmal durchgeht und gegebenenfalls mit Übungsaufgaben das, was man im Unterricht gelernt hat, nochmal zu wiederholen. Mhm. Beispielsweise in den jüngeren Klassen. In höheren Klassen ist es auch mal wichtig, selbstständig zu Hause einen Vortrag zu gestalten. Und das sind so Hausaufgaben, die aus meiner Sicht dann wirklich sinnvoll sind. Reine Beschäftigungstherapie lehne ich als Hausaufgabe dann auch wiederum ab. Okay, das klingt schon mal gut, weil häufig gibt es ja so diese Situationen, die auch gern mal so beschrieben wird. Da sind halt so Aufgaben und dann kommen die Eltern dazu, die verzweifeln, der Schüler verzweifelt, dann wird der angerufen und vielleicht noch so, was hat sich der Lehrer jetzt eigentlich dabei gedacht? Was ist jetzt hier eigentlich der Sinn dieser Frage oder dieser Aufstellung? Und das war dann auch die Frage, ist das dann sinnvoll, dass ein Schüler sozusagen zu Hause sitzt und eigentlich mitbekommt, ich kann das gar nicht bewältigen? Dann ist die Hausaufgabe wahrscheinlich falsch gewählt. Ja. Ne? Also die sollte dann wirklich einen Bezug zu dem Unterrichtsstoff haben oder eben wirklich, das ist auch altersspezifisch abhängig, dann eine eigene Lösung bringen. Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich habe ja auch Kinder in dem Alter, die jetzt aufs Gymnasium gehen. Das ist eigentlich ganz gut geregelt, auch durch das Lernsachs. Und viele Schüler haben auch mit ihren eigenen Fachlehrern auch E-Mail-Kontakt, also wo man auch Rückkopplung sich holen kann und Fragen stellen kann. Also das finde ich, funktioniert schon relativ gut, will ich mal sagen. Also so von meinem Erfahrungsschatz her jetzt oder so. Ja, ich denke auch, dieses Lernsachs ist wirklich ein gutes Tool, was am Anfang ja noch gehakelt hat und da war es noch nicht so gut und da kamen wir auch alle noch nicht so gut zurecht, bis hin, dass es dann in der Spitzenphase dann mal ausfiel, weil es überlastet war. Aber die Möglichkeiten, die es bietet, ne, teilweise sind die Unterrichtsvorbereitungen eingestellt, teilweise sind die Tafelbilder hochgeladen. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten, da auch Lernaufgaben zu hinterlegen, dass es den Schülern wirklich möglich wird, die Hausaufgaben zu bewältigen. Es soll ja nicht so sein, dass die ganze Familie schafft. Ne? Also man kommt mit einer Hausaufgabe zu Hause, Mutti, Vati und Geschwisterchen müssen die Hausaufgabe noch lösen. Das ist dann vielleicht der falsche Ansatz. Wir haben ja ganz viele Fragen. Ich kann nie jede Frage stellen. Ja. Nimm das Mikrofon daran. Also wir haben ganz viele Fragen. Ich entschuldige mich schon mal hier mittendrin, dass ich nie jede Frage, weil die zu schnell weg sind, die Fragen, wie auch immer. Ne? Also es ging nochmal um die inhaltlich, ob ihr, wenn ihr digital arbeitet, ob eure
Internetverbindung an sich stark genug ist oder ob es da auch Probleme VDSL gibt, wenn da plötzlich 800 Schüler gleichzeitig an ihren bereitgestellten iPods arbeiten, ob das dann auch alles noch Downloadgeschwindigkeit in Kilobyte funktioniert oder ob deswegen nur so wenig gibt, weil die Internetverbindung so schlecht ist. Das könnte man jetzt vermuten, dass wir deswegen so wenig Schülerendgeräte haben, weil die Internetverbindung, also das Kabel oder ich sag mal die Datenrate ist noch zu gering, um zu sagen, das ist jetzt perfekt, um auch wirklich das zu streamen oder um alle Schüler gleichzeitig da im WLAN arbeiten zu lassen. Also das sehe ich auch noch als großes Problem, dass wir da noch nie diese Bandbreite haben. Dann geht es nochmal darum, ob es bei der digitalen Vermittlung des Schulstoffes, ob es da Probleme gibt. Ich weiß jetzt nicht genau, worauf die Frage zielt, ob das auch, was wir vorhin schon mal hatten, dass die Lehrer im Prinzip gar nicht jeder fähig ist, das so digital alles zu vermitteln, wenn es denn die Stoffe digital vermittelt werden sollen. Was ja auch letztendlich auf den Lockdown wieder zurückzuführen ist, dass es da ja noch viele Lehrer gab, die noch gar nicht mit dem Computer jemals gearbeitet hatten und plötzlich vor dem Ding sitzen und jetzt plötzlich mit Lernsacks und sonstigen digitalen Möglichkeiten umgehen mussten. Da könnte ich was einbringen. Sie sind ja eine Schule, die haben ja eine eigene Ukraine-Klasse, wenn ich das... Ja. Und wir hatten ja hier bei uns auch Ukrainer. Ich war total fasziniert, wie digitalisiert denn ihr Schulsystem ist. Die haben gesagt, die haben Unterricht, egal was bei denen zu Hause gerade los war, die wurden unterrichtet, die hatten da all ihre Lehrbücher auf dem Tablet oder auf dem Telefon sogar. Die haben das zugeschickt bekommen, die konnten das alles sozusagen digital machen. Lernen sie auch von ihren Ukrainern und Ukrainerinnen, die sie da in der Schule haben? Oder können Sie das? Wir stehen da schon ein Stück weit im Austausch, weil uns hat das natürlich schon sehr interessiert, wie können wir unsere ukrainischen Schülerinnen und Schüler betreuen und ein Stück weit auch fördern. Man muss jetzt aber das Bildungssystem in der Ukraine ein Stück weit mit berücksichtigen. Ich bin jetzt kein Experte zum ukrainischen Bildungssystem. Wir haben aber in Deutschland den Föderalismus, also jedes Bundesland macht seine eigenen Lehrpläne und macht seine eigene Bildungspolitik, weil Bildung ist Ländersache. Deswegen kann man das sozusagen nicht so administrativ machen, denken und organisieren, wie es die Ukraine trotz aller Umstände da geschafft hat, wo wir alle sagen können, wow, also wir sind auch wirklich beeindruckt davon. Und meines Wissens ist der ukrainische Lehrplan ganz, ganz stark strukturiert. Also jede Stunde ist vorgegeben, was da unterrichtet wird, welche Inhalte vermittelt werden müssen. Das führt dazu, dass es ein sehr starres System ist, wo ich aber natürlich unter den dramatischen Umständen, die wir jetzt haben, natürlich eine Erleichterung habe, weil ich finde, die Schüler, wo auch immer sie sind, die haben denselben Stoff, die sind an derselben Stelle im Unterricht. Das ist in dem Moment natürlich ein großes Plus, was wir aber vor uns eine ganze Stunde fast diskutiert haben, Freiheit, Offenheit, Verantwortung, Lehrpläne entschlacken, das kann das System dann aber wiederum nicht. Ne? Deswegen muss man da immer die beiden Seiten sehen. Dieser Digitalisierung, da hat die Ukraine aus meiner Wahrnehmung tatsächlich sind die uns ein Stück weit voraus. Ne? Und digitale oder Stoff, Unterricht digital zu vermitteln. Das war die Ausgangsfrage, ne, die uns dann zur Ukraine führte. Wie machen die es? Ich bin mir gar nicht sicher, wie die Frage gemeint ist. Also es geht jetzt darum, ob man den Stoff jetzt digital vermittelt. Das würde ja dazu führen, dass wir wieder die Schüler alle zu Hause lassen können, weil die können ja alle zu Hause dann unterrichtet werden, digital. Ich möchte das nicht wieder haben, weil dieser Kontakt, dieser persönliche Austausch mit den Kindern ist so wertvoll. Auch ist es ja unser Bildungs- und Erziehungsauftrag, auch mit den Schülern zu arbeiten. Und deswegen weiß ich nie genau, worauf die abzielt. Manchmal werden natürlich Lerninhalte auf Lernsacks bei uns jetzt hochgeladen und die Schüler können sich dann die Inhalte dort nochmal runterladen, die können die wiederholen. Das ist natürlich ein großes Plus, ne? Das, was der Lehrer gemacht hat,
wenn es hochgeladen ist, dann natürlich auch für die Nacharbeit, für das Wiederholen oder für erkrankte Schüler dann dort auch zu finden ist. Und dass die Schüler, die am Unterricht nicht teilnehmen können, die verhindert sind, Krankheit, wie auch immer, die können dort digital ein Stück weit mitgenommen werden. Gibt es für die, die verhindert sind, so wie vielleicht zu Pandemiezeiten, auch die Möglichkeit, mit dem Lehrer zu chatten, so in wie wir das jetzt, na, so Dienstberatung und sowas gemacht haben, so digitale Runden, mit denen die zu Hause sind? Das ist möglich, das überlasse ich aber momentan auch dem Kollegen, wie er die Zeit findet. Also wie man jetzt vielleicht auch den Schüler vom Krankenbett, mal theatralisch gesagt, in den Unterricht mit einbindet. Ne? Weil wir wissen dann nicht, wer guckt alles noch zu, neben dem Schüler. Wer sieht das, was in dem Klassen, in dem geschützten Unterrichtsraum eigentlich passiert? Das wissen wir noch nicht genau und deswegen lasse ich da auch das ein Stück weit die Kolleginnen und Kollegen entscheiden, ob sie das da zuschalten, ja, nein. Wir haben auch teilweise Unterricht gehabt, wo die Kollegin nicht im Unterrichtsraum sein konnte, wegen Corona, ne? Die dann von zu Hause sich in den Fachraum gestreamt hat. Auch diese Möglichkeiten gibt es jetzt schon und das ist schon toll. Und wir haben auch schon Lehrerkonferenzen abgehalten, einfach digital. Also diese Möglichkeiten, das wirklich zu nutzen und da Zeitersparnisse zu generieren, das ist schon klasse. Wenn die Verbindungsrate passt. Wenn die Verbindungsrate passt. Hast du noch was? Ich habe noch viel. Also, ist ja Wahnsinn. Warte, dein Mikro. Gibt es bei Ihnen an der Schule Schwimmunterricht? Ja, bei uns gibt es Schwimmunterricht in Klasse 6 und 7. Ja. Okay. Für die Nichtschwimmer. Für die Nichtschwimmer. Und hoffentlich 7, dann Schwimmer. Ja. Und letzte Frage, wenn jemand die kurz beantworten kann jetzt mit Problemschülern. Also wenn es denn Problemschüler gibt, was auch immer man darunter versteht, vielleicht Leute, die nicht zur Schule kommen oder Schulverweigerer oder was, wie geht das? Oder die Klasse stören oder so. Ja. Das ist gut, das hatte ich auch, ja. Problemschüler ist auch schon so negativ, ne? Also es gibt halt verschiedene Schülerpersönlichkeiten und das Problemschüler. Also wir haben Beratungslehrer, wir haben Klassenlehrer, die eng an den Schülern dran sind. Wir versuchen über Klassenkonferenzen uns dann auch als Kollegium in so einer, das ist eine pädagogische Konferenz, eine Klassenkonferenz, damit zu beschäftigen, wie geht's der Klasse, wie geht's dem einzelnen Schüler, was braucht der einzelne Schüler. Also wir haben Klassenlehrer, wir haben Konferenzen, wir haben Beratungslehrer, die uns da unterstützen. Die sind auch zwei Beratungslehrerinnen, sind an unserer Schule. Auch da gibt es die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Mir ist es immer wichtig, mit den Eltern auch da ein Stück weit zu sprechen, weil wir müssen da zusammenwirken. Ne? Warum ist ein Schüler so, wie er ist? Warum macht er Probleme? Was geht eigentlich oder was bewegt ihn? Eigentlich müssen wir doch daran und gucken, warum geht es ihm so, warum verhält er sich so? Und ihn jetzt in die Kategorie Problemschüler weg an eine andere Schule. Deshalb bin ich persönlich auch der Meinung, dass einem wirklich an jede Schule ein Schulsozialarbeiter gehört. Mindestens Danke, einer. Auf jeden Fall. Würde uns sehr helfen. Ich sage nur mal, normalerweise war bei so Instagram Live immer nach einer Stunde hat es dann das Programm alles beendet. Deswegen haben wir das immer so auf eine Stunde gefasst, so maximal. Jetzt sind wir schon bei einer Stunde 20, habe ich gerade gesehen. Aber es kommen ja auch immer wieder Fragen. Ich würde jetzt einfach mal noch so ein paar Fragen nehmen und dann macht man da einfach irgendwie einen Punkt. Auch wenn es extrem spannend ist und auch spannend, wie viele Fragen so reinkommen und dass wir gefühlt so noch 2 Stunden reden können. Mir war noch wichtig, weil wir so mittendrin dann wahrscheinlich das Thema mit diesen Fridays for Future hatten, mit diesen, junge Menschen, die an ihre Zukunft denken, die auch teilweise vielleicht Angst vor der Zukunft haben, die sich vielleicht auch so fühlen, dass sie nie ernst genommen werden mit ihren Gedanken, deswegen vielleicht auch auf die Straße gehen und sagen, hier muss was passieren. Mein Gedanke ist und meine Frage, glauben Sie, dass das System Schule da die jungen Leute genug unterstützt? Weil wenn sich alle Schulen zusammentun würden, also jetzt nicht nur von den jungen Leuten, sondern von denen auch, die da arbeiten, um
sozusagen irgendwie auch Druck zu machen, Druck auf die Politik, auf handelnde Personen. Glauben Sie, dass das nicht vielleicht auch eine Verantwortung der Schulen mit wäre, da junge Leute zu unterstützen? Ich denke, Schule ist jetzt erstmal nie dazu da, politischen Willen zu äußern, also Druck zu machen. Ich denke, dafür ist jetzt Schule nicht die Institution dafür. Dafür haben wir politische Vertreter, dafür haben wir NGOs. Und wir haben die Möglichkeit zu demonstrieren und eine freie Meinungsäußerung zu formulieren. Was Schule leisten kann, ist natürlich, die Schüler zu befähigen, eine eigene Meinung zu vertreten und auch zu wissen, wie können wir politische Entscheidungsträger mit unseren Anliegen berühren. Das sollte Schule schaffen. Also, dass wir den Schülern mitgeben, wie könnt ihr als mündige Bürger Interessen vertreten? Welche Möglichkeiten habt ihr, Partizipation in unserer Gesellschaft zu betreiben? Und bitteschön, nehmt diese Verantwortung auch wahr. Also ich nehme da auch gerne mal Lao Tse, der hat gesagt, du bist nicht nur verantwortlich für das, was du tust, du bist auch dafür verantwortlich, was du nicht tust. Also da zu sitzen und sagen, die anderen sind dran schuld, bringt uns nicht weiter. Wir müssen die Schülerinnen und Schüler, wir müssen die Gesellschaft befähigen, eine eigene Meinung zu vertreten und auch zu handeln und Lösungen zu formulieren. Was mir in letzter Zeit ein bisschen verloren gegangen ist, ist die Diskursfähigkeit, also die Fähigkeit, einander zuzuhören. Ich denke, an dem Punkt müssen wir auch wieder ansetzen. Wenn wir uns nur noch anschreien und keine Argumente mehr haben, sondern nur noch die Argumente des anderen versuchen niederzuschreien, dann haben wir auch keine Diskursfähigkeit. Also wir müssen es erreichen und das kann Schule leisten, dass wir wirklich Debattierkultur wieder erzeugen. Dass wir demokratische Entscheidungsprozesse, so schwer wie sie sind, pflegen, in der Schule auch lernen. Erlernen, wie können wir auch Entscheidungen, auch des Schulleiters von mir aus, hinterfragen, wie können wir dort auch als Schülerschaft uns stark machen und vielleicht auch unsere Wünsche gegenüber der Schulleitung vehement, aber auch in der richtigen Richtung, in der Stoßrichtung vorzutragen. Ich denke, das kann Schule leisten, das muss auch Schule leisten. Das ist ja dieses politische Denken, politisches Handeln, als demokratische Schule dort zu wirken. Das ist mir ganz wichtig, dass wir dort die Schüler befähigen, sich einzubringen in die Gesellschaft. Ja. Das sollte Schule machen, als Institution selber zu sagen, wir müssen uns jetzt verbünden und jetzt als Schule, das ist auch nie unser Auftrag, jetzt da auf die Straße zu gehen, aber den Schülern zu sagen, ihr habt folgende Möglichkeiten, euch politisch einzubringen, geht ins Jugendparlament, nutzt andere Möglichkeiten der Teilhabe, das können wir machen. Und dafür ist auch dieser GAW-Unterricht jetzt ab Klasse 7 ganz wertvoll. GAW? Gesellschaft, Wirtschaft, Gesellschaft, Recht, Wirtschaft. GAW. GAW. Okay. Früher Gemeinschaftskunde. Gemeinschaftskunde kenne ich, ja. Noch eine Frage von der Heidemarie, die hat wahrscheinlich 5 Kinder und möchte die gerne alle an ihre Schule. Klassenfahrten gibt es bestimmt auch, ne? Wenn es denn. Ja, ein ganz tolles Thema. Wir haben jetzt die Klassenfahrten. Ich bin gerade dabei, wir wollen unser Klassenfahrtenkonzept ein Stück weit überarbeiten. Also, wir haben jetzt eine Klassenfahrtkonzept. Ja, Schule hat für alles Konzepte. Nice. Und das gibt's auch und jetzt ist bei uns in Klasse 5, 6 gibt's eine Klassenfahrt, die eher im näheren Bereich, also in Schullandheim, gerne auch in Sachsen, zur Klassenbildung, ne? Dass ich die Klasse besser kennenlerne. Klassenstufe 5, 6 findet das bei uns statt. In der Klassenstufe 8 war in den letzten Jahren ein Skilager. Wir haben uns jetzt von dem Skilager ein Stück weit auch aus ökologischen Gründen verabschiedet, also CO2-Abdruck. Und wir fahren jetzt ins Sportlager. Die Angebote sind total vielfältig. Es ist in der Nähe, es ist nachhaltiger und es ist auch kostengünstiger. Das ist in Klasse 8. Da fahren alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe zusammen weg. Das schafft auch ein Stück weit Gemeinschaftsgefühl. In der Klassenstufe 10 gibt es bei uns eine Abschlussfahrt Richtung Berlin und in der
Klassenstufe 11, 12 zusammen alle zwei Jahre, dass die 11er, 12er jeweils eine Studienfahrt machen können, geht es dann ins Ausland. Letztes Jahr, also 22, war die eine Gruppe in der Bourgogne in Frankreich, eine zweite Gruppe war in Wien und die dritte Gruppe war mit zwei netten Kolleginnen und mir. Wir waren in Rom und haben Rom eine Woche unruhig gemacht. Der Klassiker. Viel Kultur, war ganz toll. Also ich denke, wir haben jetzt 28 und zwei Minuten sagen. Dann würde ich jetzt mit einem Thema beenden, was gerade ganz aktuell ist, nämlich Schulstreiche. Da hatten wir auch schon mal überlegt, ob wir eine ganze Sendung drüber machen. Jetzt machen wir es einfach mal so in einer Frage, weil jetzt die 12er natürlich gerade ihren letzten Schultag hatten. Schulstreiche werden sie vielleicht schon ein paar erlebt haben. wie geht es Ihnen damit und was sagen Sie, wo sind irgendwie dann auch Grenzen von Schulstreichen? Kann man die überhaupt ziehen oder darf man die ziehen? Darf Doch, man wo die vorgeben? Würde des Einzelnen berührt ist, des Lehrers oder des Schülers, dort ist die Grenze erreicht und wo auch Sachbeschädigung durchgeführt wird oder wo gegen Drogenmissbrauch und Alkohol verstoßen wird. Also das sind Grenzen, die wir einhalten müssen. Also als erstes, die Würde des Einzelnen ist zu berücksichtigen. Also es darf kein Schüler oder auch kein Lehrer diffamiert werden. Das finde ich einfach mal falsch. Auch wenn man vielleicht sich mit einem Kollegen nicht so grün war, auch der hat seinen Job gemacht und der wollte auch was für die Schüler erreichen. Und vielleicht waren so Missverständnisse. Deswegen ziehe ich dort die Grenze. Schulstreiche, also letzter Schultag war dieses Jahr noch nicht. Ich freue mich da immer, dass ich mit den Schülern da auch so ein bisschen die Rahmenbedingungen abgrenzen darf. Was heißt das, das absprechen oder? Konzept. Es gibt kein Konzept letzten Schultag, aber es gibt so ein paar Sachen. Ich möchte gern wissen, wer räumt dann die Schule wieder auf und sowas. Also wer ist für mich Ansprechpartner an dem Tag? Wenn die Schüler die Schule am Abend davor ein Stück weit umdekorieren wollen, dann möchte ich, dass da ein Lehrer dabei ist und solche Sachen. Solche Rahmenbedingungen muss ich absprechen. Und da will ich auch ein Stück weit das Wissen, an wen ich mich dann wenden kann. Gab es da schon mal Stress im Nachhinein? Also ist ja jetzt noch nicht so lange, aber so als Lehrer? Ja, das kann schon mal passieren, dass da die Schüler im Überschwang dann über das Ziel etwas hinausschießen und es dann zu Sachbeschädigung kommt. Und das ist dann halt ärgerlich für alle Beteiligten, ne? Für die Schüler auch, weil es trifft dann die ganze Jahrgangsgruppe und dann waren es wieder bloß zwei gewesen. Und deswegen einfach, wenn man vorher miteinander spricht, so ein letzter Schultag gehört auch dazu. Ne? Wir hatten vorhin draußen kurz drüber gesprochen. Ich finde das ganz wichtig, dass man auch so Rituale hat, um sich von seiner Schulzeit, ja, von diesem Lebensabschnitt zu verabschieden. Und dazu gehört auch so ein letzter Schultag dazu. Und ich muss sagen, das Lögi, die Schüler, die letzten Schultage letztes Jahr, ich habe es genossen. Es hat Spaß gemacht. Es war ein schönes Programm. Okay. Dann würden wir das jetzt einfach mal hier damit beenden, mit Schulstreichen und letzter Schultag. Das ist ein gutes Ende. Das ist ein tolles Ende, ja. Also vielen Dank, dass Sie es so gestellt haben, auch den ganzen Fragen. Ja, gerne. Unwissend, ja, was so kommt. Ja, war sehr spannend. Und danke euch fürs Zugucken. Danke für die ganzen Fragen. Und wer sich das alles nochmal angucken will, wir werden das natürlich dann auch speichern. Und auf YouTube und Instagram und Facebook kann man sich das dann weiter angucken, kommentieren. Dann sind wir vielleicht auch gespannt. Vielleicht gibt es noch ein paar Reaktionen oder ein paar Wünsche dazu für neue Sendungen, neue Podcasts, nennen wir das ja jetzt. Und dann würde ich einfach sagen, gute Nacht, schlaft schön und gut nach Hause kommen. Und schöne Ostern. Genau, schöne Ostern, schöne Ferien. Aber auch von mir, auch nochmal sind noch ein paar Nachrichten reingekommen, die sich für das Interview bedanken. Dafür freuen wir uns natürlich und natürlich auch an Sie. Ja, vielen Dank. So, jetzt musste man noch den Behinderten hier hinter der Kamera sagen, wo ich drauf drücken muss. Ich helfe. Behinderter Mensch hier oben. Kreuz. Jetzt.
10 Sekunden warten. Ach, schön. Krass, aber das war echt lange. Ja, das stimmt. Ja. Ach so, siehst du, das habe ich jetzt in der Sendung natürlich vergessen, aber wenn wir bei Geschenken sind, alle die da waren, die bekommen immer die Radebulli-Socken. Oh, das ist cool, weil ich habe ja immer so bunte Socken an. Ja, perfekt, dann passt das doch super. Vielen Dank, werde ich in Ehren tragen. Ja, super.